Da ist er, der Torschütze zum 3:0, Jannis Wolf. Jannis, Glückwunsch, ihr seid der Derby-Sieger. Wie fühlst du dich? Dein erster Derby-Sieg für den VfL Osnabrück. Danke, sehr gut. Also ich glaube, das hat man auch gemerkt, wir waren alle sehr leichter nach dem Sieg. Die Fans haben sich gefreut, es war schon ein geiler Tag. Wie schwer war es, in die Partie heute zu kommen? Wir fanden, es war sehr abwartend so in der ersten Halbzeit. War das ein bisschen der Matchplan, heute erstmal abzuwarten und dann in der zweiten Halbzeit ja richtig Vollgas zu geben? Ja, eigentlich wollten wir schon von Anfang an Vollgas geben. Da haben sie uns nicht ganz so leicht gemacht, haben wir vielleicht auch nicht ganz so clever angestellt in der ersten Halbzeit. Hätten das Mann gegen Mann über den ganzen Platz ein bisschen besser ausspielen können. Aber ich glaube, am Ende sind wir dann doch reingekommen und haben dann auch unser Spiel aufgezogen. Ich fand es echt auch bemerkenswert, wie ihr in der zweiten Halbzeit den Vorsprung auch wirklich verwaltet habt. Ihr habt es echt souverän auch runtergespielt, hättet auch echt noch mehr Tore machen können am Ende. Ja, fand ich auch. Ich hatte das Gefühl, wir haben ein bisschen nachgelassen mit dem. Haben wir dann auch gut ausgenutzt, denke ich mal. Auch in den richtigen Momenten dann die Tore geschossen. Hätten sogar noch mehr machen können, wie du schon gesagt hast, aber ich glaube, es ist auch okay so. Sag nochmal kurz was zu deinem Tor. Wie warst du da durch den Kopf gegangen? Vielleicht zur Situation nochmal eben. Ja, ich weiß nicht. War am Ende einfach durch und dann glaube ich auf Tor zu, hätte vielleicht noch überlegen können, aber so Glück, dass er drin war und bin froh über das Tor. Sag nochmal kurz, wie war es gerade mit den Fans zu feiern? Ist ja doch ein bisschen was Besonderes hier, so ein Derby-Sieg in Meppen zu feiern. Ja, es war sehr wichtig, heute zu gewinnen. Das war schon geil. Hat man auch den Fans angemerkt, Erleichterung, so in die Winterpause zu gehen. War schon wichtig, auch für die Fans und uns. Das war schon cool. Jetzt steht ein kurzer Urlaub an. Machst du was Besonderes oder ist es erstmal Regeneration angesagt? Erstmal Regeneration. Dann erhol dich gut und danke nochmal für den Derby-Sieg, Jannis. Danke.